Genau. Yeah. Diese Kontaktlinsen sind ja das gruselig. Tätowiert. Hat er eben gemacht auf der Toilette. Alter Schwede. Nein, Spaß. Sind Kontaktlinsen. Gruselig, sage ich nur, gruselig. Nein, wir sind immer noch bei Local Heroes beim Bundesfinale in Salzwedel. Und bei mir jetzt aus dem wunderbaren, dem fabelhaften, den wunderschönen Nordrhein-Westfalen, wo ich herkomme, aus Bochum. Ne? Bones, meine Damen und Herren, einen Riesenapplaus bitte für Bones. So, ihr seid quasi die Letzten, die ich heute hier auf meiner Couch begrüßen darf. Ihr habt jetzt quasi so die Möglichkeit, ein Resümee des Abends zu ziehen. Wie war euer Auftritt? Ist alles glatt gelaufen? Hattet ihr Spaß auf der Bühne? Wir hatten sehr viel Spaß. Es hat alles, das Kabel, alles extrem gut funktioniert. Alle, die hier mitgemacht haben, haben ihren Job sehr gut gemacht. Auch die Fans haben ihren Job extrem gut Besonders gemacht. Besonders die Fans, oder? Ja. Ein paar Leute sind im Bus mitgekommen bei uns. Technik top, Sound top, Bühne geil. Interviewer top. Nee, es ist ja noch dabei. Wer weiß, was dann passiert, man weiß ja nie. Nee, gut. Also, Riesending, aber ja. Versaut mich, wie ich bin. Lustigerweise bei Bones musste ich irgendwie gleich an Boner denken, warum auch immer. So, und dann habe ich euer Video gesehen, Arabische Nächte, wo dann irgendwie Johnny Freshcock, Nikos Swagonakis, Dick van Hassel und Professor Jack Swallows. Und dann wurde dir alles klar. Und dann war mir klar, irgendwie. Also ihr habt es auch selber, ne? Werdet Megastars und lutscht Schwänze. Also jeder Musiker hier im Raum weiß, dass es so läuft. Also das haben wir Echt, heute, ist das Business so? Ja, das haben wir heute in den Coachings auch vom Pfeffer, also von David und der Felix, die haben uns genau erklärt, wie man Schwänze lutscht. Und Megas. Ich glaube, ich muss mal ein ernstes Wort mit David reden. Also nochmal Big Up an David und Felix, die haben das wunderbar gemacht. Ja, der Blowjob läuft jetzt. Besser als wo. Jetzt weiß ich, was falsch gemacht. Eigentlich könnte man das als wunderbares Schlusswort nehmen. Nein, aber Quatsch. Ihr habt zwei Alben habt ihr schon am Start. War das ein richtiger Kampf, habe ich rauslesen können? Oder? Ein Kampf? Nee. Die haben wir selber produziert, selber aufgenommen, selber bezahlt. Alles in Eigenregie. Einfach um den ganzen Kram mal irgendwie auf Platte zu haben. Krampf? Nee, wie kommst du auf Kampf? Naja, weil ja normalerweise, wenn man sowas finanzieren muss und zusammenstricken, produzieren muss, da muss man ja schon kämpfen. Also um ein bisschen Mitleid im Publikum zu erwecken und auch unter den anderen Musikern, wir haben unser erstes Album, das sind 15 stabile Tracks, in genau 3 Studiotagen aufgenommen. Respekt. Und das endete damit, dass ich ihn, obwohl ich schon mehr als eine Flasche Wodka getrunken hatte, weil ich, also das darf man eigentlich gar nicht erzählen, weil... erzähle ich auch besser nicht. Dann lassen wir es sein. Es war schön, aber das hört man dem Album auch an. Es ist amtlich schlecht gelaunt und... In welchem Zeitraum sind die entstanden? Also wie lange ist das her? Willst du das jetzt sagen oder soll ich das sagen? Das erste Album ist ein Sammelsurium von Tracks seit, keine Ahnung, 2006, 2007 oder so. Ja, und der ganze Rest dann, haben wir 2013 rausgebracht, das zweite Album. Der ganze Rest dann, 14, ja, ab 2011, 12 irgendwie entstanden. Also viele Ideen im Kopf, die Band gibt es seit 2011 und dann musste das Ganze mal manifestiert werden auf 2 Alben, die wir beide halt jeweils in jeweils 3 Tagen aufgenommen hatten. Denn wir haben alle kein Geld. Ja. Aber wenn es euch schon so lange gibt, wie habt ihr euch denn damals getroffen? Also ich war ja mal in Wuppertal in so einer... Gay-Bar, die irgendwann abgebrannt ist, weil irgendwie der Besitzer irgendwie an die Versicherungskohle wollte. Wie war das bei euch? Wie habt ihr euch kennengelernt? Ja, also ich habe ihn kennengelernt damals auf dem Rock am Ring Festival. In welchem Jahr war das? 2010? Wahrscheinlich, ja. Lang ist es her und da hieß es, ich brauche einen Gitarristen für einen Auftritt. Damals war er noch alleine unterwegs als Rapper. Da hat er gefragt, brauche ich einen Gitarristen? Da habe ich gedacht, ja klar. Und dann hat das gut funktioniert. Damals habe ich den Mario übrigens auf dem ersten Auftritt habe ich den kennengelernt. Wir haben vorher nicht zusammen geprobt. Aber immerhin. Kennt ihr übrigens die Flowbots? Ja. Ich habe nämlich bei der Hund, irgendwie fühlte ich mich fatal an die Flowbots erinnert. Tolle Band. Geile Band. Ich habe die in New York mal gesehen, hammermäßig. Und jetzt will ich euch nochmal sehen, irgendwie wie ihr so ein bisschen akustisch noch was zaubern könnt. Kriegen wir das noch hin? Oder das kriegen wir auf gar keinen Fall hin. Echt? Aber das haben wir schon dreimal gesprochen, seit wir hier sind, glaube ich. Wollen wir das also, irgendwie? Wollen wir noch so ein kleines Akustikset hier hören von Bones? Oh.
Also wir haben in unserer wir haben ein Bandmanifest, in dem haben wir versprochen, dass wir selbst in 3 Jahren kein reifes akustisches Album aufnehmen, um unsere Plattenverkäufe anzukurbeln. Und ich finde, wir wollen auch heute nicht damit brechen. Also wir können akustisch eine Zeile von einem großen Rapper zitieren, die uns sehr am Herzen liegt. Vielleicht nein, möchte er nicht. Nein, okay. Aber ja, keine Twitter-Accounts, keine Röhrenjeans, keine Akustikauftritte. Ja. Und nicht Megastars werden. Sorry. Deswegen nehmen wir jetzt alle Schwänze lutschen. Ich sag, das war's. Pick up. Bones aus NRW. Viel Spaß noch. Local Heroes 2016. Nächstes Jahr sind wir wieder da. Vielen Dank.